Bahnfrei hieß es am Wochenende im Herzberger Schwimmbad. Dank der Lockerung in Bezug auf Corona konnte das Bad endlich zur Freude vieler seine Pforten wieder öffnen. Bürgermeister Carsten Oelle-Prütz ließ es sich nicht nehmen, wieder als einer der Ersten ins kühle Nass zu springen. Die großen Sanierungsarbeiten blieben aus finanziellen Gründen zwar auch in diesem Jahr aus. Dank der Zuwendungen des Landkreises und vielen freiwilligen Helfern wurde das Schwimmbad in den letzten Monaten aber dennoch aufgehübscht. Ja, dieses Jahr mit neuem Farbkonzept, ein paar Sitzmöbel neu gemacht, also schon das Ganze ein bisschen wohnlicher und freundlicher gestaltet. Umgesetzt hat das Max. Zusammen mit Micha, wir haben die ganzen Türen neu gestaltet, beziehungsweise mit den Schwimmmeistern und dem Bauhof zusammen. Palettenmöbel wurden gebaut. Und Freiwillige. Ja. Und Freiwillige. Mehrfache Arbeitseinsätze. Das Ganze halt einfach freundlicher gestaltet, attraktiver. Der Eingangsbereich wurde aufgehübscht. Das Kassenhäuschen, die Frauentoilette kam auch noch dazu. Genau, ich würde sagen, der Anfang ist gemacht. So kann es weitergehen. Beim Besuch des Bades gilt aktuell noch eine Besucherbegrenzung, die jedoch bei der Weitläufigkeit des Bades kein größeres Problem darstellen sollte. Des Weiteren müssen die Kontaktdaten der Besucher für eine eventuelle Rückverfolgung notiert werden. Die AHA-Regeln sind ebenfalls zu beachten.